Wie baut man Brücken zwischen unterschiedlichen Generationen und Kulturen inmitten einer Berliner Wohnanlage? Der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land war klar, dass allein eine bauliche Sanierung zu keiner positiven Entwicklung führen würde. Stattdessen initiierte sie das soziale Kunstprojekt Voliere in der Heideck-Siedlung. Die künstlerische Fassadengestaltung war eine sinnvolle Investition. Sie ist ein Beispiel dafür, wie unerlässlich es ist, die rein bautechnische Abwicklung einer Erneuerungsmaßnahme in einem benachteiligten Quartier sozial zu flankieren. Wir haben etwas gesucht, was auch einen optischen Niederschlag findet und konnten uns glücklicherweise in Verbindung bringen mit einer Künstlergruppe aus Frankreich, aus Lyon, der Cité Création, die solche Projekte auch in Lyon in Großsiedlungen bereits realisiert hat. Idee seinerzeit war, gemeinsam mit den Anwohnern etwas Sichtbares zu schaffen und gleichzeitig ein Sozialprojekt für Jugendliche aus dem Kiez zu realisieren. Die Stadt und Land wollte ein Zeichen setzen in einem der benachteiligten Quartiere in Neukölln. Und wir sind froh, dass die Wahl auf uns gefallen ist. Soziales Kunstprojekt, sprich Ausbildungsplätze, damit zu verbinden, ein Stück Wohnumfeld zu gestalten, unter Beteiligung der Bewohnerschaft, etwas Schönes zu gestalten für die Älteren. Hier wohnen überwiegend ältere Bewohner. Wir konnten eine Malerfirma gewinnen, die letztlich 8 Ausbildungsplätze geschaffen hat für Jugendliche mit geringer guten Chancen hier aus dem Kiez. Man könnte jetzt vielleicht vermuten, dass ich das in erster Linie gemacht habe, um diesen Auftrag zu bekommen. Mir war aber von vornherein klar, dass das hier zwar ein schöner Auftrag ist, dass man aber doch noch ein bisschen mehr auch Engagement braucht, wenn man sich die Ausbildung von Jugendlichen auf die Fahne schreibt für 2 oder 3 Jahre. Das macht man nicht wegen eines einzelnen Auftrages. Ich mache es also auch nur, weil ich nicht allein Bauunternehmer bin, sondern auch Berliner. Und uns muss was einfallen, dass diese jungen Leute in Arbeit kommen. Also ohne mich als guten Menschen hier hinzustellen, es war auch gesellschaftspolitisches Engagement. Ich möchte an der Stelle unbedingt erwähnen, dass wir hier ganz stark durch den Bezirk Neukölln, vertreten durch den Herrn Bürgermeister Buschkowski, unterstützt und gefördert worden. Ein Drittel der Kosten, die dieses Projekt hier verursacht hat, hat der Bezirk getragen. Weil wir schon verstehen, dass wir die Stadt gestalten, das sind auch städtische Wohnungsbaugesellschaften. Das sind auch private Wohnungsbaugesellschaften. Und das ist auch die Kommune. Wir müssen die Stadt gestalten. Und wir können uns nicht nur immer darin ergehen, dass wir den Mond anbellen. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass Sie hier keine Graffitis sehen. Das ist ein Beleg dafür, dass es eine Akzeptanz gibt. Und diese Akzeptanz, die erreichen Sie nur durch einbindende Nachbarn. Auf jeden Fall ist es schöner geworden. Ja. Ist wirklich schön geworden. Ja. Also wenn ich das dagegen da drüben sehe, da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das sieht doch wirklich gut aus, oder? Also es ist sehr schön. Immer wenn ich hier vorbeilaufe, sage ich, ich habe hier mitgemacht. Und Freunden sage ich das auch immer, guck, da habe ich das mitgemacht und so. Das ist toll einfach. Entscheidend ist, dass Sie Nachbarschaften erzeugen. Wenn Sie einfach nur fassadenbunt anmalen, dann können Sie das Gegenteil erreichen, weil das ist aufoktroyiert. Unter Umständen wird das jedenfalls so empfunden und wird dann sogar Gegnerschaften finden. Aus dem Urteil der Jury: Eine kreative Fassadengestaltung wurde Teil einer umfassenden Aufwertungsstrategie für das Quartier. Die Siedlung hat enorm gewonnen und nicht wenige Beteiligte unter den Jugendlichen sind unheimlich stolz, bei der Gestaltung dieses großen Wandbildes mitgewirkt zu haben. Die Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land plant bereits ein weiteres Projekt in einer nahegelegenen Wohnanlage.